Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselfs, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Heute haben wir für dich eine Body Bar, eine feste Körperlotion im Gepäck. Alles, was du dazu brauchst, sind 30 Gramm Shea- oder Kakaobutter, 30 Gramm Bio-Kokosöl, 30 Gramm Bienenwachs, und 7 bis 8 Tropfen ätherisches Öl. Wundervolle Öle hierfür sind Stressaway, Valor oder auch Limette. Unter ständigem Rühren und gleichmäßiger Hitze alle Zutaten in einem Wasserbad schmelzen lassen, bis sie flüssig sind. Vom Herd nehmen und weiter rühren, bis alles etwas abgekühlt ist. Ganz wichtig hierbei ist, das ätherische Öl erst hinzugeben, wenn es etwas abgekühlt ist, da es sich sonst verflüchtigt. Alles in Silikonform gießen und fest werden lassen. Wer mag, kann es auch in den Kühlschrank stellen für einen Augenblick, dann rauslösen und fertig ist die Körperbutter, Körperbar. Viel Spaß damit und hast auch du ein Rezept? Dann schicke es uns an aromalogie.podcast@gmail.com und teile mit uns deinen Namen, vielleicht deine Webseite oder dein Instagram. Und wenn wir dein Rezept ziehen, dann veröffentlichen wir es auch in einer unserer Podcast-Folgen. Vielen Dank und viel Spaß mit der nächsten Episode. Hi und herzlich willkommen zum Aromalogie-Podcast und zu unserer 8. Folge. Und heute sprechen wir mit dir darüber, wie du ja fit und mit ganz viel Wohlbefinden durch die Herbst- und Winterzeit kommst. Und wir möchten dir heute ein paar Tipps geben, wie du diese Zeit für dich ja nutzen kannst und wie du dich in dieser Zeit möglichst wohlfühlen kannst. Wenn du das hier nicht gerade im Auto hörst, dann empfiehlt es sich immer auch einen Stift und ein Blatt Papier bereit zu halten, dir Notizen zu machen, damit du es auch wirklich anwenden kannst. Und ich bin natürlich nicht alleine, Melli ist auch da. Und Melli, du darfst direkt mal mit dem ersten Tipp starten. Ja, ein Hallo auch von mir. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, und das geht generell wahrscheinlich oft in Vergessenheit, ist das Trinken. Also den Flüssigkeitshaushalt auffüllen, gutes Wasser trinken, Tee trinken, also nicht Alkohol, sondern... Wieso nicht? Ja, das hat wieder andere Dinge zur Folge. Ich vergesse oft das Trinken. Wenn ich so in meinem Tagesrhythmus bin, im Tun, im Machen, da mich zu erinnern, zu trinken, das ist ganz wichtig, damit auch gerade morgens, also wenn wir aufstehen, über die Nacht werden ja Giftstoffe und Schadstoffe abgebaut und damit die aus dem Körper einfach abtransportiert werden können, da morgens bitte direkt mit gutem Wasser starten. Also ich trinke da 1 Liter Wasser erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache. Danach kommt der Selleriesaft, dann kommt vielleicht auch entweder Zitronensaft ins Wasser oder ein Tropfen Zitronenöl. Und danach kommt erst für mich auch Essen und sowas. Ja, also um erstmal den Körper wirklich das alles, wie man im Englischen sagt man so schön, flush out, also so rauszuschwemmen, würde ich sagen. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das Wasser, du hast gerade schon gesagt, du machst dann später auch einen Tropfen Zitronenöl ins Wasser. Das finde ich auch einfach ein super Tipp für alle, die sich auch schwer tun, pures, stilles Wasser genug zu trinken. Gerade so im Herbst und Winter hat man ja auch nicht so viel Durst wie jetzt im Sommer. Hilft mir persönlich, mehr zu trinken. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, es gibt auch Apps,
die dich ans Trinken erinnern. Finde ich auch ganz cool für alle, die so sind wie ich und das dann vergessen. Also ich mache das ganz ähnlich wie du, bis auf den Selleriesaft. Hat jetzt gerade nichts mit dem Thema zu tun, aber ich kriege dieses Zeug nicht runter. Ich habe jetzt schon 3-mal probiert, immer wieder anzufangen. Ich schaffe es nicht, es tut mir leid. Also ich weiß, es ist super für alle, die zuschauen und zuhören. Bitte trinkt Selleriesaft, macht das so wie die Melli. Aber nee. Also was mir geholfen hat, am Anfang fand ich es auch ganz furchtbar. Man kann sich sozusagen erstmal daran gewöhnen. Also man kann auch Gurke dazugeben zu dem Selleriesaft oder einen Apfel, das dann nach weglassen. Und was ganz wichtig ist, weil viele sagen, oh, das ist so bitter, ich kann das nicht trinken, die Blätter wegschneiden. Ja, die Blätter habe ich weggeschnitten. Also das war der erste Tipp. Ich finde es auch gar nicht bitter. Also mit Apfel kriege ich es hin. Aber sobald ich den Apfel weglasse, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch irgendwas, vielleicht musste ich das als Kind essen und weiß es nicht mehr oder so. Ich habe keine Ahnung, aber bei mir sträubt sich alles. Vielleicht soll ich es gerade deshalb tun. Ich werde noch einen dritten Anlauf starten, ich verspreche es. Gut, also du hast gesagt, genug trinken und das ist so ein einfacher Tipp, aber einfach super, super wichtig, weil wir es nicht machen, obwohl wir es alle wissen. Dann schließe ich direkt den zweiten Tipp an und das ist auch ein Klassiker. Bewegung. Du solltest dich bewegen. Und ich weiß, den meisten Menschen fällt es schwerer im Herbst, wenn es morgens noch dunkel ist und wenn es neblig ist und vielleicht nieselt es auch noch so schön, dann rauszugehen und dich zu bewegen. Du kannst dich natürlich auch drin bewegen. Es gibt genug Möglichkeiten auch drin, Yoga oder ein Workout oder Ähnliches zu machen. Trotzdem ist mein Tipp, geh unbedingt raus. Ich hatte gestern so einen Tag, da habe ich den ganzen Tag vorm Computer gesessen und mir hat das so gefehlt. Also ich bin mittlerweile schon richtig süchtig nach der Bewegung. Du musst auch keinen Marathon laufen. Es reicht, wenn du eine halbe Stunde spazieren gehst, wenn du einen Hund hast oder Kinder oder gehst alleine. Aber geh raus und beweg dich. Und meine Oma hat immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also es gibt keine Ausrede, ja, oh nee, es regnet oder sonst was. Dann zieh dir was Gescheites an und geh raus. Und du wirst, wenn du den inneren Schweinehund überwunden hast, du wirst dir absolut dankbar dafür sein. Und Bewegung und Trinken sind wirklich so diese Basic-Sachen, die du brauchst, um fit durch den Winter zu kommen. Ja, und auch Bewegung. Also da auch, wann immer du Treppen siehst, nimm die Treppe, nicht den Aufzug. Kleine Dinge auch, damit du Bewegung quasi schon mit in deinen Tag einbaust. Und auch, es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, wenn wir uns 30 Minuten, und 30 Minuten ist ja wirklich nicht viel, 30 Minuten am Tag bewegen, ja, dann können wir so viele andere Krankheiten oder Dinge, die vielleicht in uns schlummern, wovon wir nichts wissen, auch sozusagen ausradieren und einfach uns Gutes tun. Die Gelenke werden geschmiert. Ja, wir bekommen frische Luft und da komme ich auch zum nächsten Punkt schon, ja, die Atmung. Wie wichtig es ist, du hast erzählt, dass du gestern den ganzen Tag vorm Computer gesessen hast, ja, ich kenne das auch. Und dann auch frische Luft mal reinzulassen und wirklich mal zu atmen. Also wir atmen ja immer, egal ob wir schlafen oder nicht, genauso wie unsere Nase nie schläft. Weil ansonsten, wenn wir nicht atmen würden, dann wären wir tot. Und das ist so unbewusst. Und das auch wieder in unser Bewusstsein zu holen und auch wirklich tief zu atmen, ja, und auch mal in den Bauch zu atmen. Es gibt viele Leute, die aber atmen nur bis zu ihrem Brustkorb. Also die nutzen gar nicht die volle Kapazität, ja. Dadurch können wir natürlich auch Stressfaktoren ausradieren mit der Atmung, weil das Einzige ist, was wir steuern können in dem Maße, ja, also wir können unseren Herzschlag nicht steuern, unser vegetatives Nervensystem, das funktioniert alles sozusagen von alleine, aber über die Atmung können wir andere Dinge mit beeinflussen, positiv. Ja, ist direkt miteinander verlinkt, ne? Gerade wenn wir Stress spüren und so tief zu atmen, du hast gerade schon gesagt, ich neige nämlich auch dazu, wenn ich angespannt bin, dass ich sehr flach atme. Und sich dann auch gerne im Handy einen Reminder zu stellen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir 5 Minuten Zeit, einfach nur zu atmen und tief und bewusst zu atmen. Und ich liebe das tatsächlich auch in Kombination mit einem ätherischen Öl. Pfefferminz zum Beispiel ist so irgendwie mein Atemöl. Und das auf die Hände zu geben und die Hand vor die Nase und einfach ganz tief zu atmen. Also das ist super. Ja, und das gut. Auch wie so ein Ritual einfach einzubauen.
bauen, ja, und dann auch gar nicht zu überlegen, so lange, welches Öl nehme ich denn jetzt dafür, irgendeins greifen, das, was du greifst, ist das Richtige. Ja. Ja, es öffnen, in die Hand geben, wie du gesagt hast, verreiben, ein Geruchszelt vor der Nase formen und einfach mal atmen. Die Augen auch schließen, um den Reiz des Sehens auch mal auszuschalten für einen Moment, weil wir auch unsere Augen so viel benutzen, tagsüber mit diesen ganzen Screens, ja, und einfach bei uns anzukommen. Du kannst auch nicht gleichzeitig tief atmen und gestresst sein. Das geht nicht. Das schließt sich tatsächlich aus. Also wenn du ein paar wirklich bewusste, tiefe Atemzüge gemacht hast, dann bist du zumindest in diesem Moment nicht gestresst. Also das ist wirklich so ein sehr guter Tipp. Gut, dann eine Sache, die ich super gerne nutze, ist eine sogenannte goldene Milch. Das ist ein Rezept, das ich, ich weiß gar nicht, schon vor einigen Jahren kennengelernt habe und das ich immer wieder jetzt auch gerade vor kurzem auch noch verfeinert habe. Und da ich keine Kuhmilch trinke, können wir vielleicht auch mal eine extra Folge zu machen zum Thema Ernährung, aber ich trinke keine tierische Milch, sondern meine Lieblingsmilcharten oder Pflanzen, Drinks sagt man ja, das darf man glaube ich gar nicht Milch nennen, ist einmal Hafer oder Mandel. Gibt natürlich noch mehr Varianten, kann man selber ausprobieren. Ich persönlich mag Hafer total gern, weil es von Natur aus süß schmeckt, also ohne dass Zucker dazugegeben wurde. Und dann nehme ich einfach eine Tasse von dieser Hafermilch und erhitze die in einem Topf. Und dann mache ich mir da Zimt dazu und Kurkuma. Wenn dich das interessiert, auch gerne mal googeln. Also gerade Kurkuma hat auch unheimlich viele, Zimt auch, unheimlich viele positive Eigenschaften für deine Gesundheit. Und misch das quasi, rühr das ein bisschen ein. Und da kannst du auch ein paar Tropfen, 1 bis 2 Tropfen von dem Thieves, der die Diebe Ölmischung von Young Living dazugeben. Und ja, das schmeckt einfach toll. Das ist super gut, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Und es wärmt so richtig von innen. Und es ist auch so ein bisschen das, was ich abends gerne trinke, wenn ich Heißhunger auf Süßes habe. Und ich kenne mich nämlich, oder die meisten Leute kennen das ja, ich esse ja dann nicht ein Stück Schokolade, nee, ich esse ja mindestens 2 Tafeln. Und damit ich da nicht in diesen Zuckerkreislauf reinkomme, ist das so meine Notlösung. Das ist super gesund, es schmeckt fantastisch und es nimmt dir diesen Heißhunger und befriedigt quasi so den süßen Zahn. Also das unbedingt mal ausprobieren, werden wir euch auch in den Shownotes verlinken, das Rezept. Genau. Ja, was ich da auch gerne mache, ich mache sozusagen so eine Mischung aus Chai und goldener Milch. Also ich mag es auch gerne noch Kardamom dazu zu geben. Mhm. Das gibt es auch als Plusöl. Da ein bisschen vorsichtig sein als Tipp bei einem Plusöl. Manche Öle sind sehr intensiv. Da kann man mit dem Zahnstocher in das Öl reingehen und dann quasi in die Speise oder den Tee. Und was ich total gerne trinke, ist der Slick-Tee von Young Living. Es ist ein grüner Tee und da ist unter anderem auch Kakao drin und Weihrauch ist da drin. Und wenn man diesen, wie du sagst, diesen süßen Zahn oder dieses Schokoladige will, dann kann man den Teebeutel quasi am Rand der Tasse so ein bisschen ausdrücken und dann schmeckt es mehr nach Kakao. Mhm. Das finde ich ganz interessant auch und total lecker, das mag ich gerne. Klingt super. Alles, was nach Schokolade oder Kakao schmeckt, hat bei mir sowieso schon gewonnen. Ja, wenn wir gerade schon bei den Ölen sind, worum es hier ja auch geht, ist, Mandy hat es gerade schon gesagt, es gibt wir wiederholen es aber immer gerne nochmal, in Deutschland bzw. in Europa die sogenannten Plusöle. Das sind die Öle, die als zum Einnehmen gekennzeichnet sind. Ist dasselbe drin, ist aber extra ein spezielles Label drauf. Und du kannst die Plusöle, wie gesagt, einnehmen und das kannst du zum Beispiel so machen, wie wir es gerade gesagt haben, in so einem ein bisschen geboosteten Chai Latte oder goldenen Milch. Oder aber du kannst sie auch in Kapseln nehmen. Und da haben wir so einen richtigen Herbst-Winter-Boost für dich. Und in diese Kapsel füllst du einmal das Thieves Plus Öl, Zitrone Plus Öl, Weihrauch Plus Öl, Thymian und Oregano Plus Öl. Und dann kannst du das in deine Kapsel füllen und das quasi schlucken. Wie viele Tropfen machst du da rein, Melli? Also in so eine Kapsel passen so circa 20 Tropfen rein.
Und ich nehme dann von jedem so 3 Tropfen und fülle den Rest mit einem Triggeröl, mit dem V6 auf. Ja, es gibt auch so Kapselhalter und sowas, wenn man da so ein bisschen Schwierigkeiten hat und man kann es mit der Pipette einfüllen. Ich nehme aber Tatsache die Kapsel in die Hand und tropfe das direkt rein. Braucht man ein bisschen ruhiges Händchen, aber das geht ganz gut. Und dann verschließe ich die Kapseln und nehme die ein. Ja, das ist auch, ihr müsst euch das nicht merken, wir schreiben euch das in die Shownotes. Es lohnt sich immer, in die Shownotes zu schauen, gerade wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr unterwegs seid. Also ihr müsst euch nicht merken, immer in die Shownotes gucken und dann könnt ihr das einfach nachmachen, gilt für alle Rezepte. Ich habe zu den Kapseln noch eine Frage, Melli, und zwar, kann ich die denn vorbereiten oder muss ich die immer direkt frisch abfüllen und dann nehmen? Also man kann sie auch vorbereiten, das machen auch manche und füllen sie in ein Glas und stellen sie in den Kühlschrank. Ich persönlich mache sie immer frisch. Ja. Also ich mache mir nie mehr als 3, 4, 5 auf einmal und nehme die direkt dann ein. Ja. Weil natürlich auch Thymian oder Oregano oder auch Thieves, das sind heiße Öle, ja, dass je länger man natürlich eine Kapsel hat, desto durchlässiger wird sie auch, weil sie soll sich ja auch irgendwann bei uns im Magen oder Anfang des Darmes auflösen. Das hat ja diese Funktion. Ja, und für wen, wen das alles zu fittelig ist, der nicht so ein ruhiges Händchen hat und sagt, nee, ich will am liebsten ein fertiges Produkt kaufen oder haben, für den ist Inner Defense ganz toll. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel von Young Living und das besteht auch lediglich aus ätherischen Ölen. Und wie der Name schon sagt, Inner Defense, also auf Deutsch innere Verteidigung. Das ist sozusagen dein Schutzschild, das das aufbaut. Und ich möchte ganz kurz vorlesen, was denn Young Living dazu sagt. In dieser ätherischen Ölmischung ist unter anderem Oregano, Thymian und auch Thieves enthalten. Es wurde speziell dafür entwickelt, das Wohlbefinden zu unterstützen. Es stärkt unser Immunsystem, schützt das Bioterrain und kräftigt die körpereigene Abwehr. Es ist reich an Thymol, Carvacrol und Eugenol für die Unterstützung der Immunabwehr. Ja, und damit ist schon alles gesagt und gerade auch ätherische Öle generell, die sehr stark an Thymol und auch Eugenol sind, die sind super für ein gesundes Immunsystem. Ja, also genau das, was wir brauchen jetzt in der kalten und nassen Jahreszeit. Ich persönlich habe auch immer mal wieder, weil du vorhin gesagt hast, auch mit Atmen, da haben wir auch noch einen Tipp. Ich habe immer mal wieder auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht so gut durchatmen kann, wenn es draußen nass ist, wenn es kalt ist. Und da ist auch super cool, wenn du deine Öle in zum Beispiel in Diffuser machst. Und sehr gut eignet sich dafür das RC. Das ist auch eine Ölmischung von Young Living. Die kannst du in Diffuser packen oder du kannst es auch mit dem V6 oder einem anderen Trägeröl mischen und auf die Brust geben. Und das lässt sich einfach gut atmen. Also ich mag das unheimlich gern, gerade auch nach dem Sport. Also ich merke immer, bin ja absoluter Sportfreak und gehe eigentlich täglich laufen und gerade so Herbst-Winterzeit merke ich, dass sich meine Atmung verändert. Und das ist was mir unheimlich gut hilft. Entweder anschließend im Diffuser oder eben auf die Brust geben, während, also vorm Sport. Ich mache das natürlich nicht, während ich jogge, aber vorher oder danach. Und ich habe auch gemerkt, dass es bei meinen Kindern unheimlich gut tut. Wir machen noch eine eigene Folge extra oder mehrere vielleicht zu Kindern. Was da zu beachten ist, dass du die Öle wirklich sicher anwenden kannst. Ich habe das jetzt bei meinem Kleinen, der da auch immer so ein bisschen Probleme hat, habe ich das auf den Schlafanzug gemacht, also nicht direkt auf die Haut und auch gemischt mit dem V6-Trägeröl. Und ja, das hat ihm richtig gut getan. Also super gut für eine gesunde Atmung. Und RC heißt ja auch Respiratory Care. Es gibt, glaube ich, mehrere Abkürzungen. Also geht um dein Atmungssystem. Genau, alle die gerne atmen, für die ist RC auf jeden Fall was. Ja. Und wenn du die Ölmischung nicht kennst, dann ist es vielleicht interessant zu wissen, dass das aus verschiedenen Eukalyptusarten unter anderem zusammengestellt ist. Und da kann man sich ja was drunter vorstellen. Das mache ich auch gerne mit in die Dusche. Da mache ich so ein Homespa sozusagen. Wir haben leider keine Badewanne, aber in der Dusche so 2, 3 Tropfen auf den Duschboden und dann durch den warmen Wasserdampf steigt das dann auf. Das ist total toll.
Und du hast über Diffuser gesprochen, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wenn die Luft so trocken wird zu Hause, wenn wir die Heizung anhaben und so, ja, dann ist der Diffuser einfach ein wundervolles Hilfsmittel, nicht nur, weil es einfach toll ist, mit den Ölen anzuwenden und man dadurch die ätherischen Öle im Raum verteilt, sondern auch, weil es gleichzeitig eine gewisse Feuchtigkeit in die Luft bringt. Ja, ja. Und das finde ich sehr gut. Einfach ausprobieren, das ist super, super angenehm. Gerade genau diese Heizungsluft. Wir haben zwar einen Kamin, aber auch da, es wird einfach trockener, die Luft. Und viele Leute merken das ja dann auch ganz schnell. Ja, wir haben noch einen weiteren Tipp, den darf die Melli uns noch vorstellen. Und zwar, wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja auch das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel gibt, das du dir selber machen kannst oder eben auch schon fertig, wenn du das Gefunden nicht haben willst. Ich persönlich finde das ja immer ganz cool. Und zwar ist das Ningxia Red. Was ist das, Melli? Und warum sollten wir das testen? Ningxia Red ist ein Wolfsbeerenpüree. Ich sage bewusst Püree, manche sagen dazu auch Saft. Allerdings der Hauptbestandteil in diesem Ningxia Red, das ist ein Getränk, besteht aus der Wolfsbeere oder worunter wir sie auch kennen, ist die Goji-Beere. Da lohnt es sich auf jeden Fall, da sollten wir definitiv auch nochmal eine eigene Folge zu machen, weil das einfach so umfangreich ist und wirklich so ein Kraftpaket. 50% dieses Drinks besteht wirklich aus der Wolfsbeere und nicht nur aus dem Saft, sondern aus der ganzen Beere. Also da sind alle Ballaststoffe noch drin, dann sind ganz viele andere rote Früchte mit da drin, zitrusätherische Öle dabei, wie unter anderem Yuzu oder die Mandarine. Und jeder, der sich ein bisschen mit Ernährung auskennt und was man so schön sagt, esse den Regenbogen und esse nach Farben. Alles, was rot ist, ja, hat ja auch einen besonders guten Einfluss eben auf ein gesundes Immunsystem, eine gesunde Immunabwehr. Und deswegen ist Ningxia Red wirklich fantastisch. Dann noch zusätzlich ist es für eine gute Sicht. Ja, also es ist für die Augen sehr, sehr gut. Es schmeckt total lecker. Davon mal abgesehen, man kann da ganz tolle Rezepte auch mitmachen. Man kann damit selbst Gummibärchen machen. Man kann damit Wassereis machen. Und es ist einfach so geballt an Informationen und Nährstoffen und Mineralien und Aminosäuren, die wir sonst in der Ernährung gar nicht zu uns nehmen könnten, weil einfach unsere Nahrung heutzutage nicht mehr die Information enthält, die sie vielleicht vor 100 Jahren hatte. Und wir nicht in der Lage sind, keine Ahnung, irgendwie 15 Äpfel am Tag zu essen, damit wir die Information bekommen, die wir früher vielleicht bekommen haben, wenn wir einen Apfel. Ja, das ist leider so. Also ich hab lange Zeit war ich auch tatsächlich ein Gegner von Nahrungsergänzungsmitteln, weil viele Leute das nicht, wie der Name sagt, als Ergänzung nehmen, sondern halt meinen, okay, ich nehme halt einen Shake und dann ersetze ich Mahlzeiten und so. Da war ich immer nicht so ein Fan davon. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe mich so sehr viel damit beschäftigt, dass es halt leider tatsächlich so ist, dass wir, selbst wenn wir viel Obst und Gemüse essen, und die meisten Leute essen ja noch nicht mal Bio-Qualität, dass wir trotzdem nicht das aufnehmen, was wir vielleicht eigentlich bräuchten. Das heißt, wir leben im Überfluss, ja, wir ertrinken quasi und ersticken in Lebensmitteln, aber wir können trotzdem eine Mangelernährung haben, weil die Quantität nicht unbedingt was mit der Qualität zu tun hat. Und ja, du hast schon gesagt, da machen wir mal noch eine extra Folge drüber. Unbedingt. Super spannendes Thema. Ich finde auch die Idee mit dem Wassereis genial, weil jetzt vielleicht nicht gerade zur Herbst- und Winterzeit, aber vielleicht hörst du das ja auch im Sommer, auch für Kinder. Weil meine Kinder sind, wie alle Kinder, stehen die natürlich auf Zucker und ich habe dann immer Smoothies gemacht und die eingefroren und das mögen die. Also wenn du das so Eis am Stiel mäßig, das mögen die, das ist natürlich mit dem Ningxia Red eine super Idee, das werde ich testen. Und isst den Regenbogen, finde ich ja total geil, das habe ich noch nie gehört. Also ich kannte natürlich so, wir essen alle Farben, ja, das natürlich, ja, sollst immer gucken, dass was Rotes, was Gelbes, was Grünes und so dabei ist. Aber isst den Regenbogen, finde ich super, das werde ich vor allem bei meinen Kindern jetzt anwenden.
Ja, damit haben wir schon dir, glaube ich, so die wichtigsten Tipps gegeben. Alles, was wir dir hier an Rezepten gesagt haben, die goldene Milch oder auch die Boost-Kapseln für Winter und Herbst, das schreiben wir dir alles in die Shownotes. Da solltest du sowieso immer reinschauen, denn alles, was wir so haben an Gewinnspielen und so, findest du dort auch. Und wenn du Lust hast, mit den Ölen zu starten, dann findest du dort auch weitere Hinweise. Ja, was möchtest du noch sagen, Mandy? Gibt es noch was? Ja, zieht euch die Jacke an, die Schuhe, geht raus, atmet, atmet, atmet. Denn auch die Atmung ist natürlich auch wichtig, um Emotionen loszulassen. Darüber haben wir ja auch in anderen Folgen schon gesprochen. Also nicht nur, um sozusagen den Stresslevel runterzufahren, sondern auch emotional da uns auszubalancieren. Ja. Und dann geht es uns besser, wir sind fitter und gesünder. Genau. Cool, dann setzt es um. Viel Spaß dabei und wir sehen euch in der nächsten oder hören euch in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Wir haben außerdem noch ein tolles Gewinnspiel für dich. Da kannst du ganz einfach mitmachen. Geh zu iTunes und hinterlasse uns eine ehrliche Bewertung. Anschließend schickst du uns eine E-Mail an aromalogie.podcast@gmail.com. Schreibst uns einfach kurz, dass du eine Bewertung hinterlassen hast. Bitte vergiss auch nicht, deinen Namen oder dein Pseudonym anzugeben. Und damit landest du automatisch in unserem Lostopf. Bis zum 1. Januar 2021 ziehen wir wöchentlich einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin. Und wenn wir dich ziehen, bekommst du eine ölige Überraschung zu dir nach Hause. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an. Du möchtest gerne mit den Ölen direkt starten und 24% sparen? Dann schau gleich in die Shownotes. Dort haben wir alles für dich verlinkt. Und zum Schluss noch eine Bitte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn und hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Bis bald und Oil on!